So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Heute geht's mal wieder in der Wüste weiter. Wir haben ja den letzten Part angefangen, oh mein Gott. Und ja, der starrt uns schon wieder an. Guck mal da, der starrt uns schon wieder in die Augen. Oder wir ihm. Deine komischen, verpixelten Augen. So, jetzt muss man überlegen, wo wir dann am besten weitermachen. Ich würde schon fast behaupten... Oh nein, der Teppich. Kommt der her? Ja, da kommt der her. Okay, wir fahren mit dem Teppich runter. Niau! Formel 1 mit Teppich. Niau! Und zwar... Huch! Noch nicht hier? Seltsam. Okay. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ich dachte, das war... Hä? Jetzt muss ich überlegen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Na gut, dann machen wir was anderes zuerst. Teppich? Wo ist der Teppich? Teppich! Da kommt er doch schon, der magische Teppich von Aladdin. Ja, er geht jetzt im Grunde Aladdin fremd und fährt hier mit uns in der Gegend rum. Und? Na? Hui! Oh. Ich dachte, es geht jetzt noch ein bisschen schneller und so rum. Wisst ihr? Wäre voll cool gewesen. Und wo hält er jetzt eigentlich an? Ah, hier, okay. Das passt doch. Das passt doch. Und so. Dann schauen wir uns mal hier oben um, würde ich mal gerade so sagen. Ach, wo waren das denn? Also, da, wo ich jetzt eigentlich was vor uns mache, hat auch was damit zu tun. Hier überhaupt ein bisschen fliegen, das hätten wir vorhin eigentlich machen können, aber ich glaube, das ist auch die Zeit. Ah! Okay, ich weiß, was es hiermit auf sich hat. Da brauchen wir die Turboschuhe. Das glaube ich, das können wir sogar. Du Drecksack! Moment. Das machen wir ganz anders. So. Ausrichten. So, glaube ich, soll das funktionieren. Boah, das passt. Und jetzt heißt es Angriff! Geh weg! Geh weg! Todespin! Nein! Niemals! Huh! Hier sind zwei Noten. Die zwei Arme ganz Noten. So. Hier haben wir die Tube schon. Jetzt müssen wir machen. Formel 1! Da-da-da! Nicht die Brüder. Okay. Puh! Das war schon mal passiert früher. Das ist die Kusch, die drin. Habe. Oh, oh nein, seit 1000 Jahren war das in meinem Besitz. Ja, der Strick hier aber ist nämlich, dass wir die Turboschuhe brauchen, um die Puzzleteil zu klauen. Wenn ich das ohne diese Turboschuhe mache, würde mich der Typ einfach die Hand zumachen. Versteht ihr die Hand? Und würde dann einfach sich wieder in den Boden verziehen und ihr könnt es eigentlich ganz von der Form machen. So, jetzt mal die Gummistiefel. Weil die Noten dort lassen stehen nicht uneingesammelt, weil dann haben wir die Noten direkt und ich stecke mir das Noten. Finde ich jetzt immer nach 10.000 Parts hier wieder. So. Oder? Das schaffe ich noch, das schaffe ich noch! Jawohl. Ich finde es mir so blöd, dass wir immer wieder zu Bench runtergespielt sind. Wir könnten auch einfach machen, hey! Du bist auf Kazooie gewesen, hast die Stiefel aufgenommen. Okay, ich habe das Spiel verstanden, der Kenner. Kriegst also im Grunde hier wieder die Kazooie zurück. Au! Ja, voll daneben. Geh weg! Gib ihn! So. Die brauche ich jetzt nochmal hier, gell? Fall um. Und ich mach kap. Boom! Ich bin ja schon grausam, wie sie die da so schreien vom Ton her, so schwer ist nicht. Ich krieg schon ein bisschen Mitleid. Okay. Ich glaube, wir mussten das so machen. Mal probieren. Wir werden sehen, ob das so stimmt. Oh nein, das ist unfair. Igambogam, Igambogam. So. Scheiß auf die Noten, die holen wir uns alle schon mal später nach. Wir haben hier Zeitdruck. Oh nein, das schaffe ich schon niemals.
Oh, ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Hier gab's doch jetzt irgendwo Mumbo-Schädel. Da ist er doch. So, gab's hier noch was? Ich guck mich mal kurz um. Nein, außer... Zombies! Mario! Komm schon fast hinter... Das kann man eigentlich als Schnarre sehen hier. Ich soll eigentlich nur die Mutter darstellen, aber das könnte schon fast eine Schnorre sein. Okay. Das ist so eine dumme Aufgabe hier. Wer kommt denn drauf, hä? Was soll ich machen? Einfach nur das Puzzle einsammeln. Und dann passiert was total Dummes. Ich weiß nicht, das ist wie, als wäre das eine Falle oder so ein Schalter, keine Ahnung, wie man das darstellen will. Und zwar, nehmen wir das Puzzleteil und... Oh mein Gott, die Tür geht auf. So. Und dann haben wir uns auch draußen jetzt was ganz Tolles geliefert. Wasser! Hui! Wasserrutsche, will ich auch ohne rutschen dürfe. So, damit können wir auch jetzt da tauchen gehen im Grunde. Und töte also die hier. Ich muss die Röhrchen mal nachmachen. So. Die geben uns alle Energie zurück und das gefällt mir. Schlafsäure, Gegnertypen gibt es sogar nochmal. Also welche, wo du da nur mit den goldenen Federn tot kriegst, weißt du? Die Nase ist real. Der starrt uns auch an. Seht ihr das? Also so indirekt starrt er uns an. So. Oh, hi, Unbeschädigt. Jetzt holen wir uns mal die ganzen Noten, die wir verpasst haben. Weil jetzt haben wir ja die Zeit dafür. Und ohne uns fressen, muss ich sagen. Sagen wir, da fallen wir wieder runter. Oh nein, den wollte ich gar nicht aktivieren. Geh weg! Du interessierst mich nicht. Hey, das ist noch ein Leben. Aber ich brauche kein Leben, ich hab noch 9. Yeah. So, dann wollen wir hier rüber. Den kann man eigentlich mal mitnehmen. Weil wir haben nicht mehr so viel, wir haben nur noch 51. Und zack. Und dann auch mit. Wie rechnet ihr die Animation, dass das Ding zugeht? Nee, offenbar nicht. Ah, okay, man hört das einfach so. Wir sind uns erinnern, wenn wir da rein wollten, müssen wir jetzt einfach auch da unten rein. Also wir haben das unten eigentlich schon komplett jetzt frei permanent. So, gehen wir hier hin und hier hin. Nehmen wir einfach trotzdem mal das Leben, weil die Musik ist schön. Das sah gerade eben so aus, als hätte das Ding sich an der Palme getötet. Muss man ja schon mal zugeben, oder? Sah doch schon wirklich danach aus. Halt, Mumbo-Schädel. Okay, hier sind auch noch Noten, aber Mumbo-Schädel hat mich jetzt heruntergeführt. Ich bin irgendwie so süchtig auf diesen Mumbo-Schädel, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich aber die doch brauchen werden. So, mal hier. Zack. Und zack. Na, komm. Und zack. Ich weiß, hier unten war... Da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier unten war der Blautschirm. So viele Flugplatten. Und das ist nur für den Fall, dass man hier runterfallen soll, bevor das Wasser drin ist. Das ist so dumm. Ab dem Wassermoment sind die eigentlich total nutzlos. Okay, ich glaube, hier haben wir einen Mumbo-Schädel dann. Und dann müsst ihr eigentlich... Genau, hier ist nichts mehr. Okay. Wir können hoch. So. Oh ja, mit dem netten Kollegen haben wir jetzt auch unser Spaß gleich. Ah, kommen wir mal gleich direkt. Dann haben wir den hinter uns. Der wollte mich aufnumsen. So, Schuss. Oh nein, auch noch mehrmals reintreffen. Oh nein. Zack. Okay, den haben wir doch getroffen, das Ei. Schauen wir doch mal. Jetzt müssen wir auch noch darüber. Er verarscht die Leute doch nicht. Juhui. Jaho! So, ich sehe nicht, wie ich schon lang wollt. Weil, weiß ich, was sind die. Ach ja, das war die Scheißpyramide. Genau, natürlich. Ich schalte jetzt den größten Rotz auch noch frei. Was soll da das? Das waren jetzt zwei, die erkannt wurden. Und zack! Immer diese Rülpser, Alter. Immer diese Rülpser. Ohne Scheiß.
Und noch mehr kommt da raus. Ich glaube, das mussten wir jetzt noch zweimal machen, nachdem jetzt hier. Das ist aber auch mal was. Du holst die Pyramide aus dem Boden raus, indem du solche komischen Dinge an der Wand mit Eiern fütterst. What the fuck? Oh Mist. Und wie klein ist das Ding denn? Hüpster! Und dann ist fertig. Ich weiß nicht, soll ich das direkt machen? Ich glaube, ich mache das direkt, dann habe ich es einfach hinter mir. Weil ich mag die Pyramide nicht. Ohne Scheiß. Das ist meine Hasspyramide. Wie habe ich denn unten hier gesagt? Ich glaube, ich war runtergefallen. Kann das sein? Ich glaube, ich war runtergefallen letzten Part, als ich die Noten holen wollte. Und habe es dann irgendwie vergessen oder verdrängt. Keine Ahnung. So, dann langsam hoch. Und dann müsst ihr noch, genau, die ist die andere Note. So, wir gehen als Kazooie hier rein. Ich habe ja schon keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja schon demotiviert. Dies ist die Grabstätte König Sandibutz. Sandibutz? Sandarsch? Verschwendet oder ihr euer blaues Unterleben. Sandarsch? Sandarsch? Sandibad? Nee, sandiger Arsch sogar. What? Ist das ein Indianer gewesen? Also das wäre jetzt irgendwie ein Indianer-Name oder so, oder nicht? Und jetzt geht's ab. Das Blöde ist, wichtig, gibt's auch den Grundtischalter und den will ich auch schon finden. Ich hasse diesen Scheiß. Nein, ich steht glaube ich gerade den direkten Ausgang, oder? Kann das sein? Also, geht nicht weiter. Verarsche! Da ist der Grundtischalter, natürlich. Ich will nicht nochmal rein. Hey, ich bin Grabstätte. Irgendwie sind Shinjo. Und goldene Federn. Ja, ich brauche ihn in seinen goldenen Federn. Muhaha. Der Sandigarsch braucht ihn nicht mehr. Oh, Momoschädel. Die Vase. Hier. Oh, der rote, ne? Ach, ich weiß, wo der grüne ist. Ich weiß nicht. Kann ich das jetzt nochmal rückwärts machen? Weil ich im Grunde den Grundschalter jetzt holen kann. Jawohl. Geht. Oh nein. Ich weiß jetzt nicht, ich werde weiter gezogen drauf gehen. Ich merk's doch. Ich hab's im Urin. Wow, ich bin eiskalt noch dran vorbeigelaufen. So. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jetzt habt ihr den Stimulator aufgehängt. Hui! Mit Kazooie Speed durch die Labyrinthe. Ich bin gerade verwirrt gewesen. Was hier lang? Was? Wie jetzt? Ich muss hier. Was? Ich dachte, ich komme hier raus. Nein, hört auf mit dem Scheiß. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh nein. Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Nein. Nein. Fuck it. Nein. Ah. Nein. Oh. Come on. Das war jetzt unfair. Oh, nein! Ohne Scheiß jetzt! Ist doch, oh Mann! Alles von vorn! Oh mein Gott, nein! Oh, oh, das tut weh! Das tut mir gerade so weh! Okay, anderer Plan. Ich hol die Scheißnoten offscreen. Ohne Scheiß, ich mach das offscreen. Ich will hier durchkommen. Also das heißt, jetzt nochmal hier rein und direkt zum Shinjo laufen, die Shinjo, oder? Also ich hole jetzt die Noten noch, wo die zwei Shinjos sind, natürlich nehme ich die jetzt noch mit. Weil, da muss ich doppelt und dreifach laufen, die zu holen. Oder hier die Note. Ja, ja, König Sandiger Arsch, lass mich doch hin. Alter, hat mich das
wie voll verarscht. Ich dachte, wenn ich da zurücklaufe, kann ich da. Muss ich da wieder den anderen Ausgang nehmen? Aber nö! Nö! Scheiße, aber die hätten auch wieder rücknehmen können. What? Boah! Wer sagt schon nicht? Ohne Scheiß! Gehst du 60 Schalter gedrückt? Ja, dein Scheißding kannst du für dich behalten, das ist eh schon weg. Ich weiß nicht, und da dachte ich schon, die letzte wäre schon mal gewesen. Mit dem Rennen. Und nein, ich verkack's hier. Ich verkack's hier noch. Ich muss noch kurz Statistik gucken. Wir haben 6 von 10 Puzzleteilen. Und okay. Ich weiß. Glaube ich jetzt 2 aus dem Kopf raus. Dann gibt's noch eins durch die Chinjos und dann wird noch eins, das ich jetzt nicht im Kopf habe. Ah doch, nee, okay, doch. Ich weiß, wo alle Puzzleteile versteckt sind. Also wir brauchen im Grunde doch den grünen Ginger zu finden. Der ist aber, glaube ich, bei einem der Puzzleteile. Ich glaube, der ist nicht in deiner Pyramide drin. Okay, das heißt, wir gehen mal... Ach, jetzt muss ich ihm schon wieder die Nase aufmachen. Ajo. Warum? Ohne Scheiß. Deswegen hasse ich... Das meinte ich eigentlich. Jetzt muss ich wieder hingehen, muss alle Noten und so einsammeln. Das meinte ich, wo ich mal angesprochen habe mit... Banjo-Tooie, dass ich das da besser finde. Wenn ihr halt Mo sterben solltet in der Welt, da habt ihr das Problem nicht. So, erstmal die Nase machen, aber dann halt das. Und da ist hier schon der Chinjo drin, da sind auch noch Noten drin und ja. Na, ah, kann ich auch noch runter? Kann ich hoch? Fragt mich doch gar nicht erst wie, aber ich hab's ihm gepackt. Das geht's nicht. Hör auf die Schuhbeschwere! Die Kamera, die hat mich doch so gern. Ich hätte es erzählen können, bitte. Ich hasse Gobi's Valley! Ich hasse die Welt so sehr! Ich könnte so einfach sparen, einfach ein Safe-State, aber nö, ich bin so nett. Also Safe-State laden, ich habe ja das Ganze mit Safe-States hier gespeichert. Aber nee, irgendwie... Ich hab's verkackt, also muss ich auch mit den Konsequenzen leben, das hätte ich auf Nintendo 64 arm machen müssen. Ich warte das bloß mit Safe-States im Abspeicher nach einem Part, dass ich einfach das hier erledigt habe. Ach ja. Ich glaube, den hat selbst schon auch noch Not. Das heißt, ich habe den ganzen Scheiß hier den schon mal gemacht. Hab doch vorne, Mann. Also, ich bin gerade begeistert, muss ich sagen. Einfach nur, weil ich so verarscht wurde von dem Spiel. Merke, als ich als einziges was dann bezeichnet, das war übelst verarscht. Ich hab dich gehört, Chinjuline. Und ich will dich jetzt holen, Chinjuline. Ja, lass mit dem erstmal doch Rotsieger, das wäre sicher gewesen. Beziehungsweise, es wäre so unsicher gewesen, hätte ich da gesagt. Nö. Was? So, jetzt aber muss ich treffen. Swoop! Jawoll! So. Da wird auf dem nächsten Teppich noch so ein Ding sein. Also so eine Note. Das ist ja schon Noten als Dinger, ich fass es nicht. Der Frust ist real, ohne Scheiß. So. Ach ja, die bestimmt sind da beschnitten die Holo. Da seht ihr mal, ich hab sogar schon keine Ahnung, was ich eigentlich eingesammelt habe und was nicht. Das ist das Thema, ich hole die Noten alle ausspielen. Ja, aber soll ich die ja doch sagen, ich hole die nicht. Eiskaltes Engine, geh weg. Ich hab grad keine Lust auf dich. Ich mag dich, aber ich hab grad keine Lust. Und ich würde sagen, ich mache Überlänge heute, Mo. Überlänge! Weil ich kann's.
Okay, jetzt muss ich auf den Typ wieder hoch. Oben zu fliegen. Und zack. Oh, nein, nein, oh, das ist hier hoch. Dankeschön. Ups. Schön wahrscheinlich bei Bench Kazooie. Man rutscht sogar noch ein bisschen weiter, wenn gelaufen ist. Oh nein, das sind auch noch Noten. Oh, das ist alles später. Ich muss eh eins sammeln. Okay. Wir sehen eine Kazooie-Figur. Wir sehen eine T-Shirt. Was könnte das so bedeuten? Selbstmord incoming. Bam. Oh mein Gott, die ist jetzt auch so schwer zu erreichen. Wow. Oh mein Gott, hab's gerade doch so geschafft in der Zeit. Oh mein Gott. Hier müsste eigentlich doch irgendwo der grüne Shinjo gewesen sein, wenn ich richtig im Kopf hab. Ich glaube, wir hörten irgendwo einen Schreien. Oh. Ich bin mir ein bisschen falsch gelaufen. War hier der Shinjo gewesen? Jeder, der redet. Ich kann da nur lachen, wie das sich anhört. Oh Gott, okay. Unsere Aufgabe ist im Grunde jetzt die Eier reinzuballern. Als Opfergabe für die Schlange. Boop. Und bleh. Ist ja geil gelandet. Und jetzt geht's los. Was war das? Ich dachte eigentlich, hier gab's den grünen Shinjo drin. War der denn dann? Gab's denn dann den grünen Shinjo? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der ist. Ah, übrigens. Ganz interessant, das Ding hier, was der neben sich da liegen hat, das sieht man. Das da. Den Banjo-Tooie beim Shinjo-König. Der hat das auch. Also keine Ahnung, ob der Typ gleich zum Shinjo-König wird und nicht. Nee, also. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wo war dann jetzt der grüne Shinjo? Wo war der dann? Da unten gab es das Puzzleteil, von der Hand zu klauen. Geh weg. Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. So, hier. Jetzt fahren wir über an das. Ich glaube, ach, ich glaube, das war die. Da ist der Grüne. Er weiß so schlechtes Puzzle haben können mit den Shinjos. Wollt ihr mich verkackt erscheinen? Ja, okay, doch. Ich glaube, das war die mit dem Memory, gell? Das müsste mit Memory gewesen sein. Das hat wohl eigentlich nur den blauen Shinjo und dann haben wir es relativ geschafft. So, weil ich weiß, zwei Puzzleteile gab's durch das Kamel. Also es gibt den Kamel, das wir jetzt noch gleich befreien müssen und da kriegen wir natürlich entsprechend alles. So, um mal zu sagen, ich werde, nachdem ich jetzt hier die ganzen letzten Puzzleteile geholt habe, so lange geht der Part jetzt zu dauern, werde ich hingehen, werde ausgerichtete Noten sammeln, die restlichen, dass wir auf den 100 Noten kommen, weil wir haben eigentlich alle Noten gesehen. Eigentlich. Und... Au! Hinterhältliches Drecksvieh. Tschüss! Scheiße, Alter. Ich bitte... Meine Meinung dazu. Spuckt dem Vieh doch ins Gesicht, Alter. Imu hier hält der Teppich dran. Ich will was sehen können. Genau. Nein! Wart doch länger, du Sack! Ich glaube, es geht los.
Ja, das ist kein Mehl, habe ich gemeint. Das muss man dann jetzt gleich befreien. Das verzieht sich dann im Grunde da hoch, wo wir waren. Wo ich erst dachte, hier müssten wir jetzt das und das machen. Oh, wie gemein! Wie gemein! Oh, komm! Oh, das... Der hat mich gerade geputzt! Aber so hart, der hat mich einfach pups. Oh. So, jetzt fahre ich halt drauf rein. Ha! Ah, schon ein anderes Teppich. So gemein, Alter, der Teppich. So gemein. So, du bist still. Da bist du frei. Da war das Puzzleteil. Weil ich weiß, der hat uns eine leere Honigschwabe auch noch gegeben. Ich war mich da oben, wo ich da mich gewartet habe. Und ich glaube, ich scheiße jetzt einfach auf die ganzen Schmerzen, die jetzt entstehen können für Benjo. Ich meine, ich krieg's halt ab. Oh, das wäre schon fast auf dem Teppich gewesen. So, jetzt rennen wir im Grunde wieder dahin, wo wir vorhin waren. Nur die Kamel auf den Rücken zu kloppen, weil jetzt hat er so übel zurückgeschmerzt, etc. Wenn du es da aushelfe. Angeblich. Und sollten dann eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und ich könnte mich wahrscheinlich hier täuschen, ich glaube noch nicht dran, müssten wir eigentlich eine Leerone-Schwabe kriegen von dem Ding. Und such mal, wo ist der Teppich? Der Teppich ist ja so das Nervige. Oh, da kommt sogar Pass. Perfekto! Perfekt, Teppich, perfekt, perfekt. Der ist kooperativ. Wenigstens der Teppich mag mich. Och nein, jetzt habe ich das schon wieder verwechselt. Wollt ihr mich eigentlich verkackscheißern? Müsste ich jetzt doch erst wieder runterlabern. Gut, dann laufe ich halt erst runter, dann gehen wir dann da hoch. Eieiei, das wird ein überlänge Party hier. Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es nicht. Und swoop. So, der Typ will Wasser. Egoistisch! So hört sich der für mich an. Warum wird er denn schon einfach so komisch schief gewachsen ist? Das sieht irgendwie gerade seltsam aus, oder? Bin ich auch. So, das war jetzt auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar hole ich mir jetzt erst da oben was ab, weil da oben ist die ironische Schwab, der braucht ja keine Ahnung, was ich erzähle. Teppich? Okay, da fliegt er nur rum. Der Teppich liegt doch rum. So, da ist er jetzt. So, gleich fliegt er weiter. Na komm, sei brav. Danke, Teppich. Danke, Teppich. So. Ich weiß, dass der meine hohe Schwabe hat. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Und wenn doch, da habe ich mich halt getäuscht. Kaboom. Gib mir den langen Scheiß Honigschwabe her, Mann! Jetzt reicht es mir! Ich verlasse die Zwischen und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen! So, jetzt sehen wir uns nochmal wieder. Und? Yes! Eine Energiewabe mehr, das heißt, ich darf jetzt öfters verrecken. Nein, nicht wirklich. So, und jetzt gehen wir hier auf den Kollegen drauf. Nutzen die Flugplatte und fliegen auf den Baum hoch. Ich glaube, man kann auch zwar hochklettern, aber ich bin immer drauf geflogen. Und warum ich immer wieder hier hoch wollte? Ich weiß ja, ich mag fliegen, wenn schon kannst. So. Ich würde jetzt sagen, ich mag Kamikaze-Sturz sogar, aber das ist schon mal schief gelaufen. Bei einem Puzzleteil. Kamikaze! Was lernen wir daraus? Lieber ihr Kamikaze macht. Kann man hier hoch? Ach nee, ich glaube, es ging anders da. Hier. Ich glaube, hier kommt auch so eine Palme. Und dann. Jawohl, ging auch. Okay. Das heißt, ihr habt hier umsonst einen Kamikaze-Sturzflug gesehen. Also wieder mehr wahrscheinlich Lachen für euch.
und mehr Schmerz für mich. So, das war's dann an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Part in Grundtvigs Lair wieder bei der Stelle mit dem Puzzleteil, wo wir uns mit dem Grundtvigschalter freigemacht haben. Wenn ich dann feststellen muss, dass ich wieder den scheiß Grundschalter spielen muss, kriege ich einen Anfall des Schisskopfs. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.